Das sind Julia und Stefan. Die beiden machen gerade eine Ausbildung bei der Müller GmbH. Und sie engagieren sich in der JAV ihres Betriebes, der Jugend- und Auszubildendenvertretung. Aber was ist die JAV eigentlich genau? Die JAV wird alle 2 Jahre von den jugendlichen Beschäftigten, Auszubildenden und Dualstudierenden eines Betriebs gewählt. Wählbar sind alle Beschäftigten, die das 25. Lebensjahr noch nicht erreicht haben, so wie Julia und Stefan. Sie sind gemeinsam mit den anderen JAV-Mitgliedern die Ansprechpartner für alle Fragen und Probleme von Jugendlichen, Auszubildenden und Dualstudierenden bei der Müller GmbH. Und zugleich deren Sprachrohr, wenn es etwas mit dem Arbeitgeber zu bereden gibt. Und sie achten darauf, dass alle relevanten Gesetze, Tarifverträge und sonstige Vorschriften eingehalten werden. Die JAV kümmert sich aber auch um eine gute Ausbildungsqualität und setzt sich gemeinsam mit der IG Metall für bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen ein. Und zu guter Letzt verhandelt sie mit dem Arbeitgeber Lösungen für die unbefristete Übernahme nach der Ausbildung. Damit die JAV all diese Funktionen erfolgreich erfüllen kann, hat sie in ihrem Betrieb ein Mitbestimmungsrecht zu allen Fragen der Berufsausbildung. Am wirkungsvollsten ist die JAV, wenn sich möglichst viele von euch den jungen Beschäftigten einbringen. Etwa bei den regelmäßigen Jugend- und Auszubildendenversammlungen. Dabei informieren Julia, Stefan und die anderen JAV-Mitglieder über aktuelle Erfolge ihrer Arbeit. Und davon gibt es viele. Die JAV. Stark im Betrieb.